einzuzählen, Nitro-Träger von Kirsch als Redeset. Zweiganggetriebe, Rückwärtsgang. Ah, das ist ja mal eine echte Besonderheit. Hier ein cooles Design des Nitro-Trackers, so als Monster-Truck-Pickup-Option, also von der Karosserie in dem Style gelöst. Coole Monster-Truck-Reifen. Ja, ich würde sagen, relativ weiches Profil mit Einlagen drin, die relativ weich sind, aber auch griffiger Reifen. Als Nitro-Version hier sauberen Abschluss der Motor verbaut, hier schön abgedeckt. Vom Design her auch schön lackiert. Die Rückleuchten hier, das ist aufgeklebt. Genauso aufgeklebt ist hier die Leuchten vorne, hier unten, hier der Grill und hier oben das Kirscho-Emblem. Aber hier, das zum Beispiel, ist lackiert. Und hier die Scheibenaufkleber, das ist auch nur aufgeklebt. So, was verbirgt sich dahinter? Ist es eine Redeset, und zwar ist der bekannte Sender dabei, der KT231P. Hier ein Blick auf die Aufhängung, Knochen verbaut, Kugel gelagert, eine Pivot-Ball-Aufhängung, wo man hier an der Schraube, also an dem King, also an den Pivot-Ball-Bolzen, ne, hier von außen schrauben kann, und kann man hier die Spur und den Sturz einstellen. Dann habe ich die Möglichkeit, hier über die Gewindestange auch die Vorspur einzustellen. Dann ist dort das Servo verbaut, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich habe zwei Möglichkeiten, hier den Dämpfer unten zu befestigen, und oben habe ich drei Möglichkeiten. Stoßdämpfer selber sind aus Kunststoff, aber die Kappe und die untere Kappe und hier die Rändelschraube, also Mutter besser gesagt, die ist einstellbar auf dem Feingewinde. Mit bei ist hier der Tank, der Motor und das Resorohr. Hier ein KE15 Motor ist mit bei. Dann hier dahinter verbirgt sich, oder hier darunter seht ihr das Zweiganggetriebe. So, und irgendwo muss ja die Schaltmechanik für den zweiten Gang, für den Rückwärtsgang sein. Da bin ich mal hier, kann ich umschalten, vorwärts, rückwärts. Dafür ist dieses Servo zuständig, und das Servo ist ganz normal für Gasbremse zuständig. Ansonsten Oberdeck aus Kunststoff, was quasi das vordere Getriebegehäuse mit dem hinteren Bereich starr verbindet. Hier darunter verbirgt sich die Empfängerbox, die ist gleich neben dem Gasbremsservo und dem Schaltservo für das Schaltservo für das Zweitganggetriebe. Hinterachse hier, habe ich eine mitlinkende Hinterachse, also so keinen festen Radträger. Ich kann hier rüber, ist eine Gewindestange, kann ich die Vorspur einstellen. Also da geht man nicht den Trend fest zu sein, sondern es ist einfach flexibel, dass der Kunde das separat für sich einstellen kann. Und wenn man einen Blick wirft auf die Aufhängungsteile, zumindest auf die oberen Querlenker, da erkennt man, dass der obere Querlenker vorne und hinten gleich aussieht. Also da hat man auch wieder eine gute Basis, dass man nur ein Ersatzteil braucht, nicht Tausende. Ja, von der Seite schauen wir mal, was haben wir für ein Servo verbaut. Hier ein KS403106W. Hier haben wir eine Kunststoffplatte, die die Doppelarmanlenkung miteinander verbindet. So, was können wir noch sagen? Hinten auch die großen Stoßdämpfer wie vorne. Auch oben mehrere Positionen und unten mehrere Positionen einzustellen. Dann habe ich hier die unteren Radträger, Aufhängungsträger sind aus Kunststoff. Hier
auch an der Hinterachse Pivot-Ball-Aufhängungen mit kugelgelagerten Radachsen und Knochen als Antriebswellen. Jetzt ein Blick ohne das Chassis. Ja, Aluminium-Chassis drunter. Angeschrägt hier an den Seiten zur zusätzlichen Versteifung. Vorne leichtes Kick ab, aber wirklich nur ein ganz leichtes. Und ich schaue mal auf die Querlenker. Hier Querlenker vorne und Querlenker auf der Hinterachse. Und da setzt sich der Trend der Messe komplett fort. Auch der untere Querlenker ist hinten wie vorne baugleich. Also sprich, die Aufhängung ist identisch vorne und hinten, nur dass vorne halt an der Spurstange das Lenkservo befestigt ist und die Lenkung übernimmt und hinten halt hier fest verbaut ist und sich die Vorspur nicht wirklich ändert, zumindest nicht während der Fahrt. Also da hat man überall bei allen Firmen oder bei vielen Firmen, muss ich sagen, jetzt ein Baukastensystem geschaffen, wo man das Vordere und Hinter, also die Vorder- und Hinterachse quasi eigentlich 1:1 tauschen kann, einfach von vorne nach hinten geschraubt oder umgekehrt, und das passt alles Plug and Play, kann man sagen. Ja, und das war jetzt hier der Nitro Tracker von Piaggio.